Boitzenburg ist nur ein kleines Dorf in Brandenburg. Es besitzt aber ein kostbares Juwel, das Renaissanceschloss, auch Neuschwanstein des Nordens genannt. Das Schloss liegt auf einer Insel, umgeben von einem Landschaftspark, der von Linné in englischem Stil ausgestaltet wurde. Bis 1945 war es eines der Stammhäuser des Uradelsgeschlechts von Arnim. Von 1955 bis 1990 wurde das Schloss von der NVA der DDR als Erholungsheim genutzt. Heute befindet sich dort ein Kinder- und Jugendhotel. In unmittelbarer Nähe befindet sich der damals zum Schloss gehörige fürstliche Marstall. Diese Bezeichnung bedeutet nichts anderes, als ein Gebäude für Pferde, Kutschen und Wagen zu sein. Zu damaliger Zeit wurden sie nicht selten prunkvoll ausgebaut. Ab 2007 entstand hier die erste Schokoladenmanufaktur der Uckermark, in der beste belgische Schokolade verarbeitet wird. Ergänzt wurde diese durch eine Schaubäckerei, in der Torten und Kuchen nach traditionellen Rezepten gefertigt werden, und eine Kaffeerösterei. Dort können die Gäste den Röstvorgang der ausgesuchten Kaffeesorten beobachten. Abschließend entstand die einzigartige Braumanufaktur. Wir waren neugierig und besuchten sie. Schimmel finde ich, Marstall Boitzenburg, schönen guten Tag. Firma Agroplant. Ob Sie uns kennenlernen können? Sehr gerne. Kommen Sie vorbei, kein Problem. Ciao. Hallo, herzlich willkommen im Marstall Boitzenburg. So, genügend Abstand. Jetzt sind wir hier im Gastraum. Auf der Seite unsere 10 Hektoliter Sudanlage zu sehen. Unsere neu gestaltete Bar. Kurz vorm Andrang heute Abend am Samstag. Wir brauen hier traditionelles Bier. 5 verschiedene Sorten haben wir am Hahn. Für jeden Geschmack was dabei. Betonung liegt hier auf frische Biere, also nicht pasteurisierte Biere. Ja, wie gesagt, jetzt vor den Sudbereich unserer Brauanlage. Um der Vollständigkeit halber aber komplett alles über unseren Betrieb zu erzählen, würde ich gerne erwähnen, dass wir 2007 unsere Pforten hier geöffnet haben. Beginnend mit einer Schokoladenmanufaktur, erweitert mit einer Bäckerei, mit einer Konditorei. Ging dann über in eine Kaffeerösterei, als vorletztes die Eismanufaktur, und da wir noch genügend Platz hatten, hier 300 Quadratmeter, war die herzhafte Schiene noch abzudecken. Da kam dann 2012 die Idee einer Brauerei mit angrenzendem Gasthaus. Das wollten wir eigentlich 2013 realisieren. Jetzt haben wir es 2020, also ein bisschen hat es gedauert.
Hier haben wir unser Pilz mit einer angenehmen Herbe. Wir haben hier unser bernsteinfarbenes Lagerbier, etwas milder gehopft, schön vollmundig, und unser schwarzes mit schönen Karamell- und Röstmalzaromen. Ne? Drei unserer fünf Sorten, von jeder Farbe was dabei und von jedem Geschmack was dabei.